Schön, dass du da bist. Möchtest du das Geheimnis erfahren für eine glückliche, erfüllte Partnerschaft? Was glaubst du, was das Geheimnis ist? Was glaubst du, was der Schlüssel ist? Was ist für dich denn überhaupt eine glückliche, nährende Partnerschaft? Warum bist du in einer Partnerschaft? Warum bist du mit jemandem zusammen? Warum bist du vielleicht verheiratet? Warum wünschst du dir vielleicht eine Partnerschaft, ja, oder eine Ehe? Was steckt für dich dahinter? Und dann frag dich weiter, machst du das oder wünschst du dir das, weil du etwas zu geben hast? Ja, weil du so erfüllt bist, dass du das teilen willst? Oder Wahrheit, erwartest du etwas? Möchtest du dadurch etwas für dich bekommen? Soll jemand etwas für dich erfüllen? Es ist ganz wichtig, dass du da wirklich in dich gehst und dir wahrhaftig diese Fragen beantwortest. Es ist wirklich ein Geschenk, wenn ein Mensch sein Leben mit dir teilt. Eine Partnerschaft ist wirklich, es ist etwas Heiliges. Ja? Es ist ein heiliger Raum, wo wirklich Wunder geschehen können. Das, was heute leider immer noch viel zu oft passiert, ist, dass Scheiße und Schmerz einfach miteinander gewälzt werden bis zum Umfallen. So, Anschuldigung, Drama, Leid, Verletzung und all dieses Zeug. Jetzt darfst du dich für dich fragen. Ist das noch sinnvoll? Ist das das, was du wirklich leben willst? Muss es so sein? Ja, auch wenn du es vielleicht immer so erfahren hast oder vielleicht hast du auch Angst, eine wirkliche tiefe Verbindung einzugehen mit jemandem, weil du schon so viel Mist erfahren hast oder bei anderen gesehen hast und davon ausgehst, dass das sowieso immer so endet. Ja, eine Partnerschaft ist wirklich etwas Heiliges. Es ist ein Geschenk, wenn ein Mensch sein Leben mit dir teilt. So, und das bedeutet auch eine große Verantwortung für dich selbst. Du hast hier eine Verantwortung zu tragen, vor allem für dich selbst, für deine Entwicklung, für dein Wachstum, aber auch für das, was da einfach gemeinsam entsteht. So, also wozu führst du eine Partnerschaft? Was glaubst du, warum macht man das? Was bringt das? Ist es so einfach nur zusammen zu sein mit jemandem, dass man nicht alleine ist? Ja, dass da jemand einfach ist, der die Kinder mit einem großzieht, romantischen Vorstellungen entspricht oder einfach mit dem man Sex haben kann. Was ist es für dich? Ja, oder fühlst du vielleicht, dass du gerne etwas anderes erleben würdest? Ich rede hier von einer bewussten Partnerschaft. Wenn ich von dem Geheimnis einer erfüllten Partnerschaft spreche, rede ich von einer bewussten Partnerschaft und das erfordert dein persönliches Bewusstsein. Ja, ganz, ganz viel Bewusstheit in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinen Handlungen, in deinem Ausdruck. Also, eine Partnerschaft automatisch dient sie dem persönlichen Wachstum für beide Parteien. Vielleicht hast du auch diesen Glaubenssatz verinnerlicht, dass eine Beziehung immer Arbeit sein muss. Das höre ich ganz oft und dann nehme ich mich nicht raus. Ich habe das auch so gedacht, lange Zeit. Glaubst du, dass es so ist? Glaubst du, dass eine Partnerschaft immer Arbeit sein muss? Ja, investierst du vielleicht sehr viel Arbeit, weil du glaubst, du musst und damit das alles einfach läuft und weil es auch nichts anderes gibt? Lass mich dir sagen, eine Partnerschaft kann und sollte wirklich ein Quell der Freude und des Glücks miteinander sein. Arbeit in dem Sinne, ja, aber Arbeit an dir selbst. Also da gibt es nichts, kein Gebilde, an dem du wirklich arbeiten musst, sondern es geht darum, diese Arbeit findet in dir selbst einfach statt. Blockaden zu lösen, alte Konditionierungen, Muster, die dich in deinem Ausdruck, in deiner Liebesfähigkeit einfach behindern. Und das kann nur jeder für sich selbst tun. Du kannst das für keinen anderen machen, egal wie sehr du liebst und egal wie viel du dem anderen vielleicht gibst.
Ja, weil du glaubst, du kannst und du glaubst, so muss es sein. Das kenne ich von mir wahnsinnig gut. Das geht bis zur persönlichen Erschöpfung. Und letztendlich verändert sich nichts, denn du kannst damit den anderen und die Situation an sich nicht ändern. Also, eine Partnerschaft ist das größte Spielfeld, das ich persönlich kenne, neben vielleicht Elternschaft. Ja, aber Partnerschaft, du kommst an Stellen in dir selbst heran, die du alleine einfach nicht erreichen kannst. Ja, das heißt, der Partner triggert einfach alles in dir. Ja, natürlich äußert sich das auch oft im Schmerz und so weiter und man denkt, gut, wir müssen an der Beziehung arbeiten. Stell dir das mal so vor, du musst einen eigenen Garten mitbringen, ja, deinen Lebensgarten, den du pflegst, wo du dich wirklich vollständig selbst versorgst, wo du einfach nicht auf etwas von außen angewiesen bist. Und dein Partner darf das Gleiche herstellen. Und was dann passiert, wenn ihr euch begegnet? Ihr erschafft einen gemeinsamen Garten. Achtung, das ist natürlich die Arbeit auch. Ja, das erfordert Aufmerksamkeit, das erfordert Hingabe, sich selbst verschenken, etwas von sich selbst verschenken. Wenn dein Garten blüht, kannst du durchaus wunderschöne Blumen einfach in den gemeinsamen Garten auch mitbringen. Ja, davon profitieren dann einfach beide. Aber du kannst in dem Garten deines Partners nicht rummengen. So, dieses gemeinsame Gebilde, nochmal, ich habe gesagt, es ist ein Geschenk, wenn jemand einen solchen Garten mit dir erstellt, sein Leben mit dir teilt. Und es ist ganz wichtig, dass du deine Ego-Strukturen hier durchblickst, ja, deine persönlichen Löcher stopfst, dass du diese Erwartungen nicht an den anderen gibst. So, gleichzeitig kann es nicht funktionieren, wenn du alleine diesen Garten pflegen musst. Das führt einfach nirgendwo hin. Das Ding lebt wirklich nur, wenn beide diese Hingabe und diese Aufmerksamkeit dem Ganzen geben. Ja, und dafür muss dein Garten angefüllt sein. Dafür musst du voll mit Liebe und mit Glück und mit Zufriedenheit sein. So, und das ist natürlich die Challenge. Das ist die Arbeit. Also, vielleicht möchtest du für dich selbst einfach mal schauen, warum führe ich eine Beziehung, welchem Zweck dient die? Denn eine Partnerschaft muss einfach eine sinnvolle Vision, ja, einen sinnvollen Zweck erfüllen. Nur um Kinder großzuziehen oder um jemanden zu haben, mit dem man auf der Couch sitzen kann oder Dinge unternehmen kann, das reicht nicht. Ja, welche Magie kann entstehen, wenn beide ihren Garten pflegen und alles Überschüssige in diesen wundervollen gemeinsamen Garten fließen lassen? Welche Magie kannst du erschaffen mit einem Menschen? So, mit diesem Bild lasse ich dich jetzt einfach mal allein. Das ist das Geheimnis, ja, in erster Linie wirklich bei dir selbst schauen, dich kennenzulernen, alles zu durchschauen, was dir nicht entspricht und was einfach blockiert. So, und was dann bleibt, ist einfach überfließende Liebe, überfließendes Glück, Zuneigung, all die schönen Dinge, die du dir vorstellen kannst. So, und es ist wichtig, dass du jetzt nicht denkst, okay, ich kann das, ich stelle das her, ich mache das für den anderen mit, ich gebe, gebe, gebe. Kann sein, dass da auch ein destruktives Muster oder eine Blockade in dir arbeitet, denn du bist nicht für den anderen zuständig. Und durchaus ist es wichtig, für deine persönliche Gartenhygiene, für dein Leben ist es wichtig, dass du natürlich einen Partner an deiner Seite hast, der das alles mit dir auch gestalten will. Ja, da ist sehr, sehr viel Achtsamkeit auch vonnöten. So, und dann, wenn das wirklich hergestellt ist, dann können Dinge möglich sein. Ja, lass dich überraschen. Hinterlass mir doch vielleicht in deinen Kommentaren, was du für Erfahrungen damit gemacht hast, was dein Geheimnis für eine erfüllte, liebevolle, glückliche Partnerschaft ist. Und ja, ich freue mich, von dir zu lesen. Bis bald.